So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Wir machen jetzt eine kleine neue Kurzreihe, weil meine andere Kurzreihe erstaunlich erfolgreich ist. Und ich dachte, es wäre jetzt noch ganz schön, das Thema Waldrecht, das ich im Grunde abgearbeitet habe. Da habe ich jetzt mehr oder weniger alles dazu erzählt, was man dazu so sagen kann. Bis auf so ein paar Kleinigkeiten. Ne? Um das nochmal schön strukturiert jetzt quasi als Gesamtwerk in eine Playlist reinzuschmeißen. Und dann kann sich jeder, der mal kurz schnell wissen möchte, weil er Urlaub macht im Bundesland XY, das entsprechende Video für Bundesland XY kurz angucken und weiß dann, was er da jetzt spezifisch im Walde darf und was nicht, was für Besonderheiten es da gibt. Das nimmt euch nur relativ wenig Zeit weg. Das ist für mich ein sehr überschaubarer Aufwand und wir haben dann quasi ein Nachschlagewerk, bundeslandspezifisch für die wesentlichen Dinge, die einen da gegebenenfalls interessieren könnten. Und ich hoffe, das hilft euch und gefällt euch. Das wäre halt auch nochmal ganz angenehm, falls das der Fall sein sollte. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit diesen Grundsatzvideos, wo ich zu erklären versuche, weshalb denn die entsprechenden Regelungen so sind. Die sind schon noch aktuell. Deswegen möchte ich da halt eben nochmal darauf hinweisen, wer Grundsatzfragen hat, warum ist das so? Der sollte sich entsprechend in meiner Waldrecht-Playlist, in der normalen Waldrecht-Playlist, nicht in dieser hier, die findet ihr unten auch nochmal explizit erwähnt, besagte Playlist. Da müsstet ihr euch dann nochmal quasi zu den Hintergründen schlau machen, weil das möchte ich jetzt nicht immer erwähnen, damit das alles relativ kurz gehalten ist. Wir machen bei jedem Bundesland jetzt so die folgenden Punkte durch. Da könnte eine Sache vielleicht manchen Leuten noch fehlen, nämlich das Thema Leinenzwang für Hunde. Ne? Da möchte ich mich einfach raushalten. Da kenne ich mich nicht aus. Bin kein Hundebesitzer, bin kein Hundeexperte. Es gibt genügend Internetseiten, wo man das ganz schön aufgestaffelt und so weiter und so fort nachlesen kann. Ebenso Seiten für Hundefreunde und so weiter. Und deswegen möchte ich mich da einfach raushalten. Ich würde allerdings kurz noch darauf hinweisen, dass abgesehen von der rechtlichen Verpflichtung, gegebenenfalls einen Leinenzwang einzuhalten, es auch dann Sinn macht, seinen Hund an die Leine zu nehmen, wenn man befürchten muss, dass dieser Hund auf die Idee kommen könnte, irgendwelchen Wildtieren hinterher zu rennen. A, zum Schutz der Wildtiere, B, zum Schutz vom Hund, und damit meine ich jetzt gar nicht, dass der dann vom Jäger erschossen wird, sondern wenn der in die Wildschweinrotte reinrennt, dann überlebt er das gegebenenfalls nicht. Und nein, auch euer ultra toller Ultra-Ultra-Hund, wenn das was für noch eine Kampfmaschine ist, kann sich nicht mit einem Keiler anlegen und das ohne schwere Verletzungen überleben. Ne? Kann das schon überleben, aber nicht ohne schwere Verletzungen. Und das wollt ihr nicht, weil das kostet viel Geld beim Tierarzt. Allein schon mindestens das. Mindestens. Gut. Das zum Thema Hund. Dann habe ich noch drin Radfahren. Für diejenigen, die tatsächlich Wert darauf legen, wenn sie mit dem Fahrrad im Wald unterwegs sind, dies legal zu tun. Was? Ist ja wieder ein Flugverkehr heute. Kurzer Schnitt. Okay, ist weit genug weg. Radfahren ist generell abseits der Wege im Regelfall nicht gestattet. Das heißt, es ist auch meistens nicht gestattet, sich irgendwo irgendwelche Strecken fürs, insbesondere eben Downhill oder wie auch immer das genau jetzt genannt wird, also irgendwelche Querwaldeinstrecken, die etwas abenteuerlich sind, darf man sich rechtlich gesehen nicht einfach so anlegen. Und wenn man doch eine findet oder eine angelegt ist, dann darf man da im Regelfall nicht drauf rumfahren. Wie das in den einzelnen Bundesländern geregelt ist, erfahrt ihr dann in den Einzelvideos. Und ich möchte nochmal betonen, es geht hier immer nur um die rechtliche Seite, nicht darum, was ich davon halte. Hier und da werde ich dann doch mal ein kleines bisschen meine Meinung kundtun, wenn ich eine Regelung völlig bescheuert finde, aber existieren tut sie deswegen trotzdem und ist genauso gültig wie die Regelungen, die ich nicht bescheuert finde. Ne? Das ist ja selbstverständlich klar, dass meine Meinung da keinen Einfluss drauf hat. Das Thema Holz sammeln sieht so aus, dass es zwar bei den meisten Bundesländern nicht separat großartig irgendwo überregional geregelt ist, es gibt aber schon doch so ein paar Fälle, wo das extra aufgeführt wird, und deswegen habe ich es jetzt halt mal in der Aufzählung mit drin.
Dann haben wir das Thema Feuer. Da ist natürlich zu sagen, dass man im Regelfall dann Feuer machen darf, wenn keine höhere Waldbrandgefahr herrscht und man eine offizielle Feuerstelle antrifft, bei der man sich hin und wieder links vorher die Genehmigung dazu holen muss, dass man das Ding auch benutzen darf, wenn es zum Beispiel eine sehr stark frequentierte Feuerstelle ist. Das kann mal was kosten, das kann mal nichts kosten und das ist so mehr oder weniger die primäre legale Möglichkeit, Feuer zu machen. In vielen Bundesländern, dazu kommen wir dann aber auch noch, darf auch noch ein Waldbesitzer und ein paar andere Personengruppen sich ein Feuerchen machen. Und für den Rest der Welt ist es genehmigungspflichtig. Das heißt, man kann sich meistens, auch nicht immer, aber meistens die Genehmigung dafür holen an verschiedenen Stellen. Aber dazu kommen wir dann im Detail. Nur, dass klar ist, also eigentlich darf man im Walde kein Feuer machen, in den meisten Bundesländern auch kein offenes Licht verwenden. Aber auch da gehen wir dann halt nochmal ganz spezifisch eben entsprechend drauf ein, was exakt wo denn jetzt nun genau nicht erlaubt ist, weil es gibt da schon Unterschiede. Dann haben wir ein Rauchverbot in vielen Bundesländern, das im Wald herrscht, nicht überall, und das werde ich auch noch mal explizit erwähnen. Das Thema Zelten darf man tatsächlich fast nirgends, bis auf teilweise außerhalb des Waldes. Und wo da das dann gestattet ist, da werden wir dann auch drauf eingehen. Das ist erst in den etwas später kommenden Bundesländern der Fall, deswegen jetzt erstmal noch gar nicht, aber ich habe es mal deswegen drin. Und das Thema, kann man denn einfach so im Wald schlafen? Das ist auch bei den meisten Bundesländern kein größeres Problem, aber es gibt drei Ausnahmen. So, und damit haben wir die wesentlichen Fragen geklärt. Wenn es um das reine Betreten des Waldes geht, ne? Dafür hätte ich hier noch kurz einmal ein Beispiel, was ich euch schnell zeigen möchte. Es ist ansonsten ein reines Erzählen und nicht Zeigen-Video, aber ich hocke zu diesem Zweck hier extra, da hinten kann man sie sehen, auf einer kleinen Lichtung in Anführungszeichen in einer Tannenverjüngung. Ich bitte die Wackelkamera zu entschuldigen. Hier drüben kann man es auch noch mal schön sehen, die Tannenverjüngung. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel-Waldbild. Das kann auch ganz anders aussehen, aber nur, dass ihr es mal wenigstens einigermaßen gesehen habt. Für eben eine Verjüngungsfläche, die man auch wiederum nicht betreten darf in manchen Bundesländern. Wenn ich also sage Verjüngungsflächen, Anpflanzungsflächen, Forstkulturen und Baumschulen und so ein Zeug darf nicht betreten werden, dann meine ich zum Beispiel sowas hier. Ne? Also, dass das dann auch nochmal geklärt ist. Sonst noch ein genereller Hinweis. Ah ja, wichtig. Wer gegen irgendwas dieser genannten Dinge hier verstößt, mit Ausnahme von Randalieren und Sachbeschädigung und mutwillig den Wald stören und zerstören, das ist tatsächlich eine Straftat oder kann als solche aufgefasst werden. Alles andere, beispielsweise das Betreten von Flächen, die man nicht betreten darf, das Feuer machen, das Rauchen, das Übernachten, wo man es nicht darf und all so ein Zeug, das sind durch die Bank, bis auf in krassen Fällen, wobei krasses Übernachten geht nicht, krasses Feuer machen schon, könnt ihr euch denken, ne? Sind das im Regelfall nur Ordnungswidrigkeiten. Das hängt jetzt sehr von Bundesland ab, aber jedes Bundesland setzt eine Obergrenze, die man verlangen kann als Strafe von mindestens 2.500 Euro. Mindestens. Ne? Das kann dann auch in einzelnen Bundesländern 30.000 Euro erreichen und irgendwo hatte ich auch mal 50.000 gelesen, je nach Schwere der entsprechenden Tat, die man da vollbringt. Das Wichtige und das Schöne bei Ordnungswidrigkeiten und deren Bußgeldern ist, dass das Bußgeld verhängt werden kann. Das heißt, es kann auch von einem Bußgeld abgesehen werden und Einsicht darf und sollte die Höhe des Bußgeldes entsprechend reduzieren. Soll heißen, solltet ihr tatsächlich bei irgendwas erwischt werden, was ihr im Wald nicht dürft, und sollte es tatsächlich jemand sein, der euch erwischt, der euch das so richtig übel nimmt, was so gut wie nie vorkommt, ne? Das ist so unglaublich selten, dass wirklich unglaublich selten. Ja? Also ich will nicht sagen, ich kenne überhaupt keinen Fall, wo das jemals passiert ist. Sagen wir mal so, ich kenne keinen Fall, wo es jemals teuer gewesen wäre. Kenne ich wirklich keinen. Ne? Da muss man sich dann halt eben entsprechend freundlich benehmen und entsprechend Einsicht zeigen und am besten darauf hinweisen, dass man ja keine Ahnung hatte,
Was wahrscheinlich nicht so gut kommt, ist jetzt Paragraph so und so zu zitieren und genau zu sagen, ich habe aber das Recht, weil diese sogenannten Rechte alles lediglich Grauzonen sind und sich meistens im Bereich des Verbotsvorbehalts befinden, dass man also davon ausgehen darf, dass man es nur deswegen darf, weil es nicht verboten ist. Ne? Ausdrücklich erlaubt ist in den seltensten Fällen irgendwas. So, das heißt also, groß Angst bei Zuwiderhandlung, dass das richtig teuer werden kann, sollte man vielleicht nicht unbedingt haben. Man sollte sich allerdings trotzdem aus Respekt vorm Wald und aus Ordnungsliebe, wenn man so eine hat, und aus ethisch-moralischen Gründen, falls man das so sieht, selbstverständlich an die Gesetzeslage halten. Da kommt der nächste Scheißflieger, warum habe ich keine Flak dabei? Waldordnungswidrigkeiten kosten, wenn sie dann was kosten, meistens, also so ein Übernachten, ne, oder ein Verlassen der Wege, wo man es nicht darf und so ein Zeug, das kostet so im Regelfall circa 50 Euro, wenn es was kostet. Ne? Aber das ist ein ganz, 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 ganz grober Wert und das darf halt eben je nach Schlimmheit des Vergehens eben entsprechend auf mindestens bis zu 2500 entsprechend erhöht werden. Allerdings müsste man, glaube ich, schon begründen, weshalb man für ein simples Mal eben den Weg verlassen oder gegen den Baum pinkeln abseits des Weges 2500 Euro zahlen müsste in einem Wald, wo das wirklich überhaupt keinen Schaden an der Natur hinterlassen hat. Es gilt generell beim Betreten des Waldes, und das wäre auch noch wichtig, das steht auch in so ziemlich jedem Gesetz in irgendeiner Form drin, dass man sich im Wald so zu verhalten hat, dass das Ökosystem und auch niemand sonst, also sprich andere Menschen, behindert, gestört oder in irgendeiner Form negativ beeinträchtigt werden. Ganz vorsichtig ausgedrückt. Ne? Das heißt, man darf nichts mutwillig zerstören, man darf Tieren nicht auf den Sack gehen und man darf anderen Menschen nach Möglichkeit auch nicht auf den Sack gehen, sprich die Erholung anderer Erholungssuchender nicht beeinträchtigen. Es gibt immer wieder ein konkretes Beispiel, was für ein Verhalten, das diese Kriterien nicht erfüllt, in den Gesetzen genannt wird, und das ist unnötiger Lärm. Das heißt, Grölen, Brüllen, Party machen ist in manchen Bundesländern tatsächlich aktiv verboten. Ansonsten fällt es eben in diesen Bereich des nicht korrekten Verhaltens im Walde und ist damit dann eben auch wieder verboten. Nur, dass das vielleicht auch nochmal klar wäre. Und auch irgendwelche externen Musikquellen wie in heutiger Zeit Handy mit entsprechend größeren Lautsprechern, die man da anschließen kann, oder allein schon, ja okay, wenn das Handy schön leise ist, dann kann man das wahrscheinlich schon noch machen, auch wenn ich es für einen großen Frevel halte, mit dem Handyspeaker beim Wald im Wald rumlaufen, Musik zu hören, aber gut, das gibt es ja mal wieder. Aber nur meine Meinung, wenn das eine gewisse Lautstärke überschreitet, und das ist mit Sicherheit spätestens ab 85 Dezibel der Fall, dann ist das auf jeden Fall nicht mehr gesetzlich erlaubt bzw. sogar verboten. So, mehr Sachen fallen mir jetzt nicht mehr ein, allgemeiner Art. Und wenn ihr jetzt noch so ein paar Hintergründe und Details und so ein Zeug wissen wollt, dann empfehle ich euch meine bisherigen Waldrecht-Videos, also alle, die quasi älter sind als 2018, weil da wird dann zum Teil eben dann nochmal im Detail auch auf die Hintergründe und auf den Sinn verschiedener Regelungen ein bisschen eingegangen, sofern es denn einen Sinn gibt. Wir müssen es natürlich so zusammenfassen, dass der Gesetzgeber schon einen Sinn sieht. Ob wir den auch sehen, ist nochmal eine andere Frage. Aber gut, es gibt zumindest, gab es mal ursprünglich Überlegungen, die zu den entsprechenden Gesetzen geführt haben. Und es ist nicht nur und ausschließlich Schikane. Nicht nur und ausschließlich. Teilweise kann man da schon drüber nachdenken, aber ja, lassen wir das. So. Und damit sind wir mit der Einführung durch. Die ist das längste Teil von dieser Reihe. Alles andere wird plus minus, denke ich, irgendwas so um die 5 Minuten. Und ja, das werden wir dann sehen. Und ich drehe im Anschluss jetzt gleich mal ein paar Teile weg, weil ich schon ein paar Bundesländer durch habe, recherchiert und nochmal alles gemütlich angeguckt. Und dann sehen wir uns dann entsprechend gleich wieder, beziehungsweise bei dem entsprechenden Bundesland, was euch interessiert. Macht's gut!